Moin, dicker Mann Filme, der Cora hier. Heute wird das Letzte, was sinnvoll ist, let's cook. Und zwar im Real Life. Heute gibt es den Bratapfelburger. Das ist Bratapfel im Burger. Dazu nehmen wir einen Apfel. Diesmal schaue ich mal so in die Kamera, halte mich immer da drunter. Einen Gehäuseausstecher. Hinein, möglichst gerade. Das Gehäusegeraffel da rauskommt. Das brauchen wir nämlich nicht. Ihr solltet die Äpfel vorher waschen. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Anschließend, wenn das Gehäuse entfernt ist, wird er einmal in der Mitte halbiert. So, der zwei halbe Äpfel. Da könnt ihr auch noch gucken, ob da noch irgendwas an Kern oder am Geraffel noch drin ist. Das kommt dann weg. Diese Äpfel kommen dann in solche Bratapfelschüsseln, wo, wenn sie zerlaufen, nicht alles sich im Backofen verteilt. Und kommen dann in den Backofen, bis sie schön braun und matschig sind. Das habe ich dann schon einmal vorbereitet. Kommt gleich. So, wie gesagt, ich habe das hier schon einmal vorbereitet. So sieht das dann aus. Ein zerkochter, zerbratener Apfel. Wenn er schon so ein bisschen matschig ist, das ist gut. Das Ding ist jetzt natürlich heiß. Dann nehmen wir ein Rosinenbrötchen. Die könnt ihr selber machen. Die könnt ihr auch einfach kaufen, so wie ich es getan habe, weil ich zu blöd für Rosinenbrötchen bin. Die halbieren wir. Ohne sie dabei komplett platt zu drücken, wie ich das hier immer so schön kann. Ich sollte dafür vielleicht noch einfach ein besseres Messer nehmen. Das ist gerade das hier. So. Da kommt jetzt, den hole ich mir mit so einer Gabel heraus, der Bratapfel drauf. Ja. Dann kommen da jetzt gleich noch Rosinen, die hier hinten stehen. Rosinen. Da. Nee. Da. Da sind sie. Hinten hinter gebuddelt. Und jetzt hier so ein paar Rosinen. Na, komm raus. Blöde Dinger. Ein paar Rosinen, die kommen wir jetzt hier so mit drauf. Ja. Da Rosinen ja schon auch schon Brötchen sind, nicht mehr zu viel. Dann nehmen wir Vanillesoße. Kann man selber machen. Habe ich jetzt weder noch die Lust noch die Zeit zu haben, das habe ich hier fertige. Die gießen wir da jetzt rüber. Ja. Deckel drauf. Und das ist der Bratapfelburger. Viel Spaß beim Nachmachen. Geschätzter Zeitaufwand ist halbe bis dreiviertel Stunde, je nachdem wie schnell diese Äpfel fertig sind. Die haben gerade eine Ewigkeit gebraucht. Jo, viel Spaß beim Nachmachen. Frohe Weihnachten.